So ein Fahrrad habe ich mir jetzt gemacht. Genau, Tape schon drauf. Wird werden, wird werden. Der Ball hat sich so um die eigene Einschaft gedreht. Und der kommt dann auch ab und zu in die Spiral. Der hat zwei Spiele gehabt, 15 Mann, 2 gegen 10. Wir haben jetzt in der Liga Ja, Ich bin noch am Boden. Ja.
Das ist nur für zum älteren Zweck und Sammelzweck.
Ja, okay. Ich hab immer noch der falsche Zeit. Münchener FC. Versuch durch Sean Burkettner. Spielstand 5:0.
I don't know.
Bingo!
nicht aus, dass du noch nie einen Alkohol vergessen hast. Oh, da! Boys, guys, let's come in. Das ist schon krass, oder? Helmverein. Sean, that power and low, you're gonna kill him. But good intent, good intent. Go, Sean! Come on, boys! Come on, boys! Can kill. Come on, Zach, can you hold on? Get up, Philip, get up! Got it, Phil? You got it! Aber keiner der. Jetzt sind wir! Awesome! Das stimmt. Stay one! Swing it! Red zone, red zone. Close. Align. Support, support. Yes, boys, yes! Next one, next one, next one! Er ist jung, er ist groß.
Yeah, they're happy to have it. You got another 20. Das ist gut. Da ist Bier. Weiß. Aber keine Ahnung. Ich werde spät einfahren. Minute erneut, es ist die Nummer 5 erneut. Sean Burkett, neuer Spielstand 10-0. Und auch die Erhöhung ist gut. Kilian Muti zum 12-0. Ihr München, was ist ab? Prost! Ich war's nicht. Ja, ja.
Also die Musik im Vergleich zu letzter Woche ist schon besser. Minute Versuch für München durch die Nummer 10 Adam Popperwell. Good job!
Meine Damen und Herren, Walter von Stettler. Sag nichts. So sagen wir ab. Der wichtige Unterschied ist, dass der Chippy an der kleinen Kamera Rüdi da ist nicht. Das ist der Unterschied. Du, Bruder, meinst du, ich krieg den Hügel so besser drauf? Legt München noch einmal nach. Die nächsten Punkte durch unsere Nummer 13, Jonas Pane. Neuer Spielstand 22-0. Gennaro Firebeast. Alles ist gut. Dann ist das mein. Ne, stand da, deswegen habe ich nach der Main. Ja, warum habe ich eigentlich die Krawatte nicht gemacht? Weil wenn der diese dämliche Mitte hat. Halbzeit im Regionalligaspiel zwischen dem München RFC und dem ROFC Vorarlberg. Wir gehen mit 22-0 in die Pause.
you stop, don't stop. Yeah,
Yeah, but as soon as you push it in the ground, Mark, is that on purpose? Yeah, no, I'm just pushing it. I had to get myself up just to see the rest of the game. Yeah, you used me to step on the ground. I really hope you can get it. I was doing they will not move from that 15-meter mark anymore. The forwards are there, they will not move. You will watch. They will pass one that way, figure out they can't pass two, no, they can't pass back. Figure out they can't pass left again, pass back. And they will not move from that 15-meter. Jeremy. Yeah, they actually told me to go into that meeting. They told me to go into the front row meeting. He's fine. He'll still play. Probably. Yeah. That's the scrum. They all fell in. The scrum's just so good. The front three are like just flapping. They're flapping out. And you're just like, 1 minute you're there, just like, and you're just like, what the fuck? It's the weirdest scrum I've done in a while. They're like, Clemens is like, I can't even put my head in, and I find what it is, and then 2 seconds later. Is he out? No, he's still. Who ball is it? Frank's done fucking hell. Yeah. He's had a try-saving tackle very well. Adam, here and Mark, this is their game. All they're doing is nice pops. Yeah. Dude, that was the problem. Oh, that one looks pretty good. Why? They rush up on them and they stay 3 meters away from them. Oh. I don't get it. They rush up on them and they stop to see if they're going to catch the ball. Or they can just stand next to them and wait for them. Yeah, Aiden did this beautiful yoga with us before we did the game. No, stop talking. Did you have to sub because you're playing with a first time? I had to sub because they were like, "Sean, you didn't think you'd be this unfit," and they smacked me. And I was like, "Aiden, I thought I was your friend," and he was like, "I'm smacking the door." No, it wasn't a bit late. The pass caught it here, dropped it, and then turned it. Oh, it's his fault, honestly. What do you need to do, though? Honestly, blue has the advantage. Blue and black. And white and black. Why was it white and blue? I hate that now. I just figured that out. Why was it white and black? You have to go into here. The young one. Frank? Yeah. Actually, Glenn could probably go. Aya. No, he's nearly first in level, so watch out. Where is Bjorn? Bjorn can play well. Wow, he actually can play well on this game. He's got good physicality.
Excited for that? Brizzy. They had a landfill that used to be covered in soil. Over the second middle? Came into a beautiful bar. Over the second middle? Who hurt? Did Frank hurt? Did you move up? Yeah. No! Come on, Rama. Rama, that's our question now. Congratulations. Nächstes einmal. Die 51. Spielminute versucht durch die Nummer 13. Versuch durch Jonas. Der neue Spielstand 27:0. Boom, just punch me in the face. And I was like, I'm sorry. And he's like, I don't give a fuck. That's just do the crime. No, and then I was like, don't worry, I'm good. And Mark just pushes me to the ground. And I'm like, don't hit me. He's brutalizing me. He's like, humiliating. Like, my kids were on the sideline. He's humiliating me in front of my family. He called my mom on Zoom and was just like, look at your fucking shit, son. Gone. And after I stopped crying, he had me. Broken your eye socket. Yeah, you just smacked me here and I was like, oh, this is fucking dumb. Get up and then just stay there and you're knocked out. Yeah, München, was ist up? Die Erhöhung ist gut, Adam Popova mit der Nummer 10 zum 29:0. Come on, 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 come on,
Best get the well, got the numbers there. That's the right bit. Who's that away is going to do? Shabbat. Das Problem ist, dass man das Kamera reden will. Hallo, ich bin U-Boot-Kommandant, ich muss mit dem Periskop zu. Aber schlechter geht's kaum. Eine gelbe Karte gekriegt. Chase it now, Lendler. Chase it. Oh, Tommy Boy. Tommy Boy, come on, Dan. Ich habe den Korb nicht so schon nach oben gezogen, den Defending Korb. Er ist nicht hochgegangen, er ist vorne hoch, direkt rein in die Lücke wäre es gewesen. Aber da müssen wir die ganz anderen, müssen wir alles verändern. Das ist ein fantastisches Momentum. Da kann ich was sehen. Go, 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 go! Go, go, go! Yes! Yes! Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
56. Spielminute. Versuch für den München RFC. Neuer Spielstand 34:0. Multitasking. Die Mähne fahren ziehen oder das war schon ein Spiel? Das war nur ein Spiel? Wir haben Das bringt uns Wunsch. Also Niveau, das Niveau. Milenio, wer hat den Versuch gelegt? Der Björn. Björn. War das auch erhöht? War erhöht oder nicht? Erhöht oder nicht? Pascal? Nein, nicht. Nein, nein. Das ist 34. Das ist 34. Der Franzose. Jetzt zur Erhöhung, nachdem er den Versuch gelegt hat. Adam Popperwell. Auch die Erhöhung ist gut, Adam Popperwell zum 41:0. Many damage.
Versuch für München durch die Nummer 7, Antoine Ligue zum neuen Spielstand. Und auch die Erhöhung ist gut. Adam Popperwell und Antoine Ligue zum 48-0. Die Erhöhung ist gut. Neuer Spielstand 55-0. Derweil ein Hinweis an die Münchner Bank. Eine Anzeigentafel, vor der man steht, zeigt nichts an. Geht ein Stück zur Seite. Hold the ball!
So, noch einmal der Hinweis an die Münchner Bank, ihr steht vor der Anzeigentafel, geht 5 Meter euer rechts. Du musst ihn auch ansprechen, Gerd, beweg dich. Du kannst ja nicht im Personal sowas ansprechen. Nein, bei mir ist keine Beschimpfung. Doch, Gerd! Gerd! Gerd, bitte weg von der Tafel, Gerd! Oh. Der Gerd ist nicht verletzt, er ist schwerhörig. Also Ohren. Die hören nicht, weil die Punkte also, die sind hier. Gerd! And doctor, big give man. Me the blues, I got that. Buddy, how good is that when you play? Ulle, soll ich vom Leinhardt auch ein Bild machen? So, jetzt schon mal. Guck mal hier! Die 71. Spielminute, erneuter Versuch für München, erneut durch die Nummer 13, Jonas Pane. Neuer Spielstand. Genaro, wir können ja den Punkt und durch alle. Athlete. Sorry. For the famous book of athletes. Ah. I need a bite thinking. Sorry. Da lässt Adam nichts anbrennen. Neuer Spielstand nach dieser Erhöhung. 62-0. Ja, das wäre die drei Stunden.
Und erneut die Nummer 10, erneut Adam Popover mit der nächsten erfolgreichen Erhöhung zum 64-0. Okay, seit keiner mehr vor der Anzeigentafel steht, dauert es länger. 69-0, der neue Spielstand. I'm going to go ahead and add it.
Über Seitenlinie, Linienrichter und so. No, hatte so einen Lauf. Ready to get that question kick, bro. Die 79. Spielminute, erneute Sturm, die Nummer 1, Lionel Cosi mit dem Versuch zum 74:0. Mira el resultado. Mira, no, mira el número, mira el número. Mira. ¿Te gusta el número? El número de mi suerte. Por eso, por eso. ¡Ya reservado! ¡No lo cambia! Chippy, hier wird geweint. Also der Kameramann braucht auch. Gut sein, Herr Doktor. Nach letzter Sekundensieg gegen Tonga im Halbfinale 17:12 zieht Deutschland in das Bowl-Endspiel, der morgen gegen Winner des Halbfinals sogar in der Hongkong. Super. Also Also 9. oder 10. Chase it! And now that we're playing for Thank you.
wie lang? Wie lang spielen wir? Gennaro, jetzt warten wir mit dem Hintern und wir wissen, ob die Musik Messages, ne? Nachrichten. Aber wenn du das jetzt auf der Website aufstellst, kann ja nur auf Anforderung des Hauptvereins tätig werden. Der Schiedi was sagt. Dann darf in der Satzung auch in zwei steht drin, dass er auch an einen Spielzeug. Hätte ich nie gemacht, den Job, wenn da was von Eigeninitiative drin steht. Ich habe die Satzung geschrieben und Nasenbär. Ach, du warst gut. Ja, klar. In der Abwehr hat man den Ball gespielt. Weil der hat Ja. Oh, Geist! Oh. Aber, ich habe schon Zum Spielende reite ich noch nach den Try-Scorer des letzten Versuchs mit der Nummer 8 aus der eigenen Jugend, Derek Doyle. Und damit endet diese erste Partie der Regionalliga Bayern zwischen München RFC und RFC Vorarlberg 81-0. Beiden Mannschaften vielen Dank für dieses Spiel. Wir freuen uns jetzt auf die Partie der ersten Bundesliga München RFC gegen RG Heidelberg. Es wird noch einen Moment dauern, die Heidelberger standen lange im Stau. Der Ankick wird sich ein wenig verzögern. Wer also jetzt Getränke nachlegen möchte, jetzt wäre die Gelegenheit. Wir gedulden uns und freuen uns derweil über das wunderbare Ergebnis unserer zweiten Mannschaft.